Hallo meine Lieben, soeben ist die 10. Auflage meines Buches Tschistat Botox herausgekommen und ich freue mich sehr. Mein Verleger Herr Fehlinger freut sich und mit diesem Video möchte ich ein großes Danke an meine Leserinnen aussprechen. Vor nicht ganz 6 Jahren ist die erste Auflage rausgekommen. Damals waren die Methoden wie Gesichtsyoga, Dehnscham, Gua Sha, Facial Cupping fast unbekannt. Ich hatte aber unglaublich tolle Erfahrungen mit diesen Methoden gemacht. Meine Zornesfalten waren wie weggebügelt, mein Gesicht hat sich wunderbar gestrafft, ich war einfach begeistert. Ich fragte beim Bacopa Verlag nach, ob es nicht interessant wäre, ein Buch über diese Methoden herauszubringen. Ich erzählte Herrn Fehlinger von meinen Erfahrungen und erinnere mich noch, dass ich gesagt habe, ich fasse es gar nicht, dass es über diese Methoden nichts zum Lesen gibt. Er hat damals zu mir gesagt, das wird sich sicher bald ändern. Und er hatte recht. Und ich glaube, dass unser Buch ganz viel dazu beigetragen hat. Es war damals so schwer, über diese Methoden zu recherchieren. Heute findet man viel mehr Literatur dazu. Ich bin stolz, dass wir unter den Ersten waren, die das Potenzial dieser Methoden erkannt und sie zum Thema gemacht haben. Es sind ganz tolle Methoden, die das Gesicht komplett verändern können. Es strafft sich im Ganzen, die Haut wird viel besser, produziert wieder mehr Kollagen und Elastin. Ich bin heute genauso begeistert wie am Anfang meiner Reise. Damals war ich weit und breit die Einzige, die ihre Gesichts-Yoga-Übungen machte und ihr Gesicht mit fernöstlichen Massagen behandelte. Heute sind wir viele. Ich freue mich, dass meine Leserinnen mich auf diesem Weg begleiten und mitmachen. Meine Lieben, danke, dass ihr mir und dem Bacopa Verlag euer Vertrauen schenkt.